Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie vor allem als Schüler einer Konferenz beitreten und welche Möglichkeiten Sie dort haben. Dazu begeben Sie sich bitte wieder auf lernsachs.de, klicken den Login-Button und melden sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort an. Begeben Sie sich in die Gruppe, in der die Konferenz stattfinden wird. Wenn Sie in der Gruppe sind, klicken Sie links unter dem Punkt Kommunizieren auf den Unterpunkt Konferenz. Um der Konferenz beizutreten, klicken Sie oben rechts auf Konferenz in neuem Fenster Starten. Sie werden nun zunächst darum gebeten, Ihre Kamera und Ihr Mikrofon freizugeben und dann einen kurzen Systemcheck durchzuführen. Dieser dient der Überprüfung, ob dem System Lautsprecher und Kamera zur Verfügung stehen. Wenn der Check erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf Raum betreten und Sie gelangen in den Konferenzraum. Hier wird Sie der Konferenzleiter bzw. Ihr Lehrer bereits begrüßen und eventuell schon einen entsprechenden Text oder ein Dokument auf der Whiteboard-Fläche bereitstellen. Möchten Sie die Aufmerksamkeit des Konferenzleiters erreichen, klicken Sie auf das Handsymbol. Hier stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten der Emotionsbekundung zur Verfügung. Unter dem Reiter Teilnehmer können Sie einsehen, wer alles aktuell an der Konferenz zugeschaltet ist. Hier sehen Sie auch etwaige Symbole, die andere Teilnehmer senden. Der Konferenzleiter kann Sie auch aktiv auf die Zeichenfläche zulassen. Sie bekommen dann zusätzlich das Zeichnen und das Zeigertool. Unter dem Reiter Chat sehen Sie Kommentare der anderen Teilnehmer und können selbst Kommentare absenden. Der Konferenzleiter kann sich selbst in den Vollbildmodus schalten oder Sie bitten, per Audio und oder Video teilzunehmen. Sie können dann entsprechend Kamera und Mikrofon Ihres Computers freigeben und sehen sich danach selbst unten im Konferenzfenster. Um aus der Konferenz auszuscheiden, schließen Sie einfach den Tab und gelangen zurück auf Ihre Startseite. Vergessen Sie nicht, sich am Ende aus Lernsachs auszuloggen. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!